In diesem Video tanzen wir wieder zusammen. Mein Name ist Jana, ich bin Tanzpädagogin, Bauchtanzlehrerin, Burlesque-Künstlerin und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir kleine Burlesque-Choreografien zum Mitmachen. Dann zeige ich dir jetzt unsere Choreografie des heutigen Videos. Auch die besteht wieder aus 5 Schritten, also aus 5 Elementen. Los geht's! So, das ist unsere kleine Tanzkombination. Und los geht's. Du kannst direkt mitmachen, wenn du möchtest. Es beginnt wieder mit einer eleganten Pose. Das heißt, du drehst deine Füße 45 Grad nach außen, sodass deine Zehen in die Diagonale des Zimmers zeigen. Jetzt stellst du einen Fuß auf. Behalt ihn wirklich dicht am anderen Fuß, also stell ihn nicht hier irgendwo hin, sondern dicht am anderen Fuß. Dein Knie ist elegant über dem anderen Knie, also nicht so, sondern so. Du machst hier eine elegante Pose, dein Bauch ist eingezogen, aus deinem Dekolleté scheint die Sonne, deine Schultern sind einmal nach hinten unten gerollt, dein Hals ist langgezogen und aus deinem Kopf bzw. an einem Kopf hängt ein Silberfaden. Genau, dein Kopf wird an einem Silberfaden nach oben gezogen. Genau. Und jetzt kannst du, wenn du das möchtest, 3 bis 4 Mal mit deiner Hüfte wackeln. 1, 2, 3, 4. Als nächstes streckst du dein Bein, was du jetzt aufgestellt hast, einmal nach außen. Das heißt, du machst es lang, achtest darauf, dass der Fuß elegant ist, also nicht so hier irgendwie, sondern das Bein lang und der Fuß elegant. Und jetzt nimmst du nacheinander deine Arme nach oben. Und zwar fängst du jetzt an mit dem gegenüberliegenden Arm von dem Bein, was ausgestreckt ist. Ja, also das Bein ist ausgestreckt, das heißt, ich fange jetzt mit dem Arm an. Und zwar fängst du deshalb mit dem Arm an, weil es jetzt hier so eine elegante Diagonale gibt. Ja? Also da wirkst du nochmal größer und viel, ja, schöner, eleganter. Genau. Ich mache das nochmal. Und zwar, wenn du deinen Arm nach oben nimmst, dann nimm ihn wirklich den ganzen Weg von unten an nach oben. Ja, das heißt, du fängst jetzt nicht hier in der Mitte irgendwo an, sondern hier von unten. Und in dem Moment, in dem du deinen Arm nach oben nimmst, hast du den schönsten Arm der Welt. Ja, also mach das wirklich mit Genuss. Ja, spüre in deinen Arm hinein und nimm ihn wirklich nach oben, schau ihn hinterher. Deine Schulter bleibt unten. Ja, Schulter runter, obwohl der Arm oben ist. Und das Ganze machst du jetzt mit dem zweiten Arm. Und diese Pose hältst du für circa 2 Sekunden und du kannst dir dabei vorstellen, dass jemand ein Foto von dir schießt. Genau. Jetzt nimmst du deine Arme nach unten. Ende Teil 1. Das folgt Teil 2 unserer Choreografie. Und zwar 4 Bumps. Genau, und zwar fängst du jetzt zu dieser Seite an. 1, 2, 3, 4. Und als nächstes kommen Teil 3 und Teil 4 unserer kleinen Kombination.
Und zwar sind das jeweils 3 bzw. 4 Schritte zur Seite und dann ein Schulterschimmi. Ja, so, es geht los. Und zwar, wir gehen jetzt zu dieser Seite. 1, 2, 3 Schritte und jetzt der Schulterschimmi. Und das Ganze jetzt nochmal zurück zur anderen Seite. 1, 2, 3, 4, Schulterschimmi. Und das Ganze beendest du wieder mit einer Pose. Genau. Bei den Schritten und den Schulterschimmi kannst du dir aussuchen, ob du 3 oder 4 Schritte gehst. Wichtig ist eben, dass du dann, wenn du den Schulterschimmi machst, in einer eleganten Pose dastehst. Also nimm wirklich das, was für dich sich gut anfühlt, was gut zu deiner Musik passt, womit du dich wohlfühlst. Ja, ich gebe dir hier nur Inspirationen. Wenn du das tanzt, tanze es wirklich nur für dich. Und jetzt tanzen wir ganz zum Schluss diese Tanzkombination noch einmal gemeinsam durch.